zusammen, Opi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Leute, ich habe hier eine brandheiße, aktuelle, niegellackneue Figur von Bulliland. Und zwar der neue Wolf mit der Nummer 63460. Mal wieder eine richtig echte Neuheit von Bulliland. Wer hätte es gedacht? Wunderbar. Ich freue mich sehr, dass er jetzt erschienen ist. Kommt hier in der Tüte, hat so eine, ich würde mal sagen, Standardgröße, dass man ihn zu den ganzen anderen Figuren mit dazustellen kann. Ich weiß nicht genau, was für ein Maßstab das ist, aber nicht zu groß, nicht ganz so klein. Und darum lasst uns den hier mal ganz schnell anschauen. Das ist echter Hammer. Freue mich immer, wenn von Bulliland was Angekündigtes dann auch mal erscheint. Ja, in diesem Fall ging es echt schnell. Kaum den Katalog besprochen und schon kommt der Gute hier raus. Ne? Ist auch ein sehr schöner Wolf, wie ich finde, auch von der Bemalung her. Was die Skulptur angeht, ja, wir schauen uns gleich aus der Nähe an. Hier haben wir das Bulli-Fähnchen, das kann ich hier ganz einfach abziehen. Ne? Schon lange nicht mehr gesehen. Magenta-Farben und Bulliland drin. Natürlich nichts für Kinder unter 3 Jahren, ist klar, hier sind nur die Warnhinweise drauf. Das können wir auf die Seite legen. Ja, und Bulliland gibt diesem Wolf auch einen kleinen Text mit auf den Weg, den werden wir uns zum Schluss, wenn ich die Figur 360 Grad drehen lasse, noch anhören. Ja, mit ihm sind nochmal 2 großartige Neuheiten erschienen, die ich mir auch mitbestellt habe. Die werden wir in den nächsten Videos besprechen. So sieht er aus, der gute Wolf, der wieder zurückgekehrt ist. Und ja, Schäfer finden es nicht ganz so witzig. Denn angeblich oder anscheinend wurden im Lauf des letzten Jahres schon wieder über 200 Schafe von Wölfen gerissen. Ja, also man kann es nicht mehr verleugnen, er ist wieder da, auch bei uns hier im Schwarzwald. Und auch in unserer Region hier, ja, findet man noch massenhaft Wolfsfallen. Aus dem Mittelalter, aus dem späten Mittelalter und noch sind Zäune drumherum. Ne? Aber das ist ein ganz anderes Thema. So. Also, was ich hier auf den ersten Blick sehe, ist wirklich gut geworden, sowohl von der Skulptur als auch von der Bemalung. Hier unten haben wir auch den Bulli-Stempel, handpainted. Wofür die 2 dahinter steht, kann ich euch nicht sagen. Keine Ahnung. Was man sieht, sind die Pfoten, die sie hier extra noch mit Schwarz bemalt haben. Ne? Das ist doch klasse. Sehr schön. Ja, dann fangen wir mal hier an. Am Kopf, ihr seht, die Augen sitzen da, wo sie sitzen sollen. Wurden hier so orange-gelb bemalt, die Pupillen schwarz, die Schnauze hier vorne auch schwarz, die glänzt schön und drumherum ein paar kleine Punkte, wo normalerweise die Härchen rausgucken. Die Zunge haben sie hier in rosa bemalt, das Maul hat auch noch einen schwarzen Strich bekommen. Ja, finde ich schön, dass man an sowas denkt, dass man sowas macht. Dann hier der Kopf an für sich ist relativ glatt zum Rest hin gesehen und ihr seht, hinter den Augen geht es dann los mit dem Fell, was hier dann deutlich skulpturiert wurde. Die Ohren stehen aufmerksam nach oben, die haben hier auch noch so schwarze Tupfen bekommen. Auch darin kann man die Härchen erkennen, wurde echt schön skulpturiert. Er guckt nicht unbedingt finster, aber er meint schon ernst. Zum Glück grinst er nicht. Ne? Es gibt ja andere Hersteller, die machen grinsende Tiere. Bulliland macht es zum Glück nicht. Ja, da bin ich schon sehr dankbar. Dann sieht man schon, hier gehen die Härchen oben am Kopf los. Die sind schön skulpturiert, immer entsprechend der Richtung entlang, links und rechts. Dann hier seitlich die Härchen, die etwas mehr abstehen. Auch das schön deutlich skulpturiert. Man sieht auch schön das Farbenspiel. Ne? Vorne ganz dunkel, Schnauze sogar grau. Und dann geht es hier in dieses Schwarz und Braun über. Dann hier um den Kopf und den Hals herum richtig schön dicke Haare skulpturiert. Auch hinter den Ohren kann man das wunderbar sehen. Also das passt schon. Ist auch so wie so Wellen skulpturiert, ne? Dass man schön ein bisschen so die Falten erkennen kann. Das gefällt mir gut. Auch hier unten richtig schön. Ihr seht auch den Farbverlauf von dem Grau in dieses eher helle rein und ins Braun. Dann hier die Beine. Hier vorne kann man ein bisschen die Muskeln erkennen. Hier die gespannte Struktur und die Pfoten. Die Krallen haben sie ebenfalls schwarz bemalt von oben. Klasse, also die Pfoten schön deutlich zu sehen. Hier hinten auch schön dieser kleine Absatz zu erkennen. Und innen sieht man auch diese typische, ja, Wolfskralle, wie man glaube ich sagt. Ne? Haben das nicht auch noch manche Hunde in der Art? Ne? Auch das kann man schön erkennen.
Die Pfoten, wie schon gesagt, sind schwarz bemalt. Dann hier seitlich sieht man auch noch eine schöne Abstufung zwischen Rippen und Bauch. Auch hier die Härchen fein skulpturiert, schöner Farbverlauf. Also das gefällt mir wirklich gut. Der Schenkel nicht zu dick, nicht zu dünn. Auch wie die Beine hier unten weitergehen und unten ein bisschen heller werden. Das ist echt eine schöne Umsetzung, was Bulliland oder was der Künstler hier gemacht hat. Ja, der Schwanz schön dick, endet hier in einem Grau, in einer hellen Farbe. Auch innen haben sie es nett bemalt. Ne? Ihr seht, hier geht so ein grauer Strich bis nach hinten. Ne, unten haben sie es natürlich glatt gelassen wegen dem Stempel, aber ringsum schön die Haare hier skulpturiert. Also das kann man doch wirklich anschauen. Und das meinte ich mit dem Farbverlauf, wenn man es ein bisschen weiter weghält, sieht man das schön. Dieses Anthrazit nicht ganz schwarz, dann in dieses Braun reingehen und nach unten wird es nochmal eine Spur heller. Also das haben sie wirklich schön umgesetzt, sowohl von der Skulptur als auch von der Bemalung her. Also Glückwunsch, Bulli. Schön mal wieder so eine tolle Figur hier in den Händen zu halten und vor allem halt auch ein Update. Es ist eine neue Figur, eine neue Skulptur und nicht die alten Figuren einfach nochmal neu bemalt. Die sind halt leider Gottes ein bisschen Vintage mittlerweile. Ja, so Retro-Style-mäßig. Ich meine, wer da seine Freude dran hat, klar. Aber der Wolf hier ist echt überfällig. Schön, dass man mal eine aktuelle Bulliland-Figur mal wieder halten kann. Ne? Ihr seht diese wunderbaren Strukturen, die man trotz dem Fell hier noch sehen kann. Klasse. Also macht wirklich Spaß, diesen Wolf hier anzuschauen. Sehr, sehr schöne Umsetzung, wie ich finde. Ne? Auch von oben nicht zu dick, nicht zu schlank, sondern richtig schöner, gut genährter Kerl, der auch wirklich was darstellt. Stehen kann die Figur auch. Wunderbar. Übrigens, es ist auch dieses typische Bulliland-Gummi. Ja, es ist ein recht weiches Gummi, was sich sehr angenehm anfühlt. Ja, also das gefällt mir richtig gut. So, unser Wolf hat hier eine Länge von etwas über 11 cm. Ich würde ja mal sagen, sind nicht ganz 11,5, so 11,3 cm. Und was die Höhe angeht, an den Ohren gemessen, komme ich auf 5,1 cm. Ne? Das ist die Größe von diesem Wolf. So, und den werde ich jetzt gleich noch in 360 Grad drehen lassen. Könnt ihr euch noch mal in aller Ruhe anschauen. Und ich lese euch das vor, was Bulliland dieser neuen Figur hier mit auf den Weg gegeben hat. Übrigens, bevor ich hier das Video beende, schau mal, wie toll der hier auf dieser Base aussieht, oder? Ist es nicht der Hammer? Sieht wirklich aus wie in freier Wildbahn. Also, wow! Was für ein Burner! Ja, solltet ihr so eine Base übrig haben, stellt den mal drauf. Dann seht ihr mal, wie gut dieser Wolf hier kommt. Das ist ja absolut fantastisch. Und egal von welcher Seite ihr euch den anschaut, richtig, richtig schön gemacht. Denke mal, so werde ich ihn jetzt auch nochmal in 360 Grad mitdrehen lassen. Könnt ihr euch dann am Ende des Videos anschauen. Kannst du nochmal sagen, absolut lohnenswert. Schön gemacht, der Blick ist gut, das Gesicht ist schön geworden. Hier vorne vielleicht ein ganz klein wenig glatt. Aber ja, komm, es ist eine Spielzeugfigur. Das ist schon absolut okay. Ich finde den richtig, richtig schön gelungen. Toll, Bulliland. Gerne mehr solche Tiere. Weiter so. Schön. Also ich kann mich da richtig mit dem Hersteller mitfreuen. Und vor allem, ja, als Sammler. Ja, hier könnt ihr euch wieder eine schöne Figur mit ins Regal stellen. Der ist richtig, richtig klasse. Es kommen ja auch noch Löwe, Tiger und Co. Und freut euch auch auf die Fantasy-Figuren, die in den nächsten Videos von Bulliland folgen werden. Großartig, was hab ich mich drauf gefreut. Ja, dieser Wolf, wenn es interessiert, ist übrigens hergestellt aus einem PVC-freien Grundmaterial und vor allem auch ohne Weichmacher. Ist ja heute eigentlich schon fast selbstverständlich, zumindest bei den europäischen Herstellern. Also, super Wolf, sehr schön. Ich lasse den jetzt noch drehen. Dazu wünsche ich euch noch ganz viel Spaß. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Danke für euer Interesse. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, tschüsschen. Euer Ruppi. Yay.